So, hallo und herzlich willkommen in T-Bones Garage. Heute geht es um den Opel Calibra, den wir aufbereiten, herrichten, weil der hat eindeutig die mehr Stimmen gehabt. Aber der Yamaha DT Transporter, den mache ich auch noch, aber erstmal diesen Calibra. In den nächsten Videos geht es hauptsächlich nur um den Opel Calibra. Was habe ich gestern gemacht? Es wurde später in der Arbeit Wasserrohrbruch musste ich machen und da hat mein Kumpel, Kollege schon mal die Räder selber montiert, weil der das gemacht hat für mich. Jetzt haben wir gestern quasi neue Reifen draufgezogen. So, 205, 55 R 1588 V. So, alle Reifen montiert. Leider kann ich noch nicht reinigen, weil es ist viel zu kalt. Nachts haben wir immer so zwischen 5 Grad und Minus und da gefriert mein Wasser ein und meine Pumpe und alles und mein Hochdruckreiniger. Darum kann ich erst das Fahrzeug reinigen, wenn die Temperaturen Plusgrade haben. Seht ihr, wie kalt es ist? Ja. So, wir haben gemacht den Porsche Aufkleber weggemacht. Der war hier drauf. Wahrscheinlich wegen dem Lackschaden. Dem hat er das draufgeklebt. Dann haben wir hier diese Fußballverein weggemacht. Hier die Aufkleber hier weggemacht. Da haben alle Aufkleber quasi weggemacht. Hier hinten war glaube ich auch noch einer, oder? Die sind noch dort, okay. Ja, die hat man nicht gesehen, egal. So, die Aufkleber sind noch da. Ist egal. Ja, und wie gesagt, da hat irgendein Dödel den Auspuff tatsächlich lackiert. Das muss umgeändert werden, weil das ist ekelhaft. Also ein roter Auspuff, so das ist. Also hat er auf jeden Fall. Also unten, der war komplett sauber, kein Rost, nix, nur halt mit Gras eingewachsen. Und hier kann man nicht öffnen, der hat eine Verriegelung. So, was ich gesehen habe gestern auf der Hebebühne, dass der auf jeden Fall hier hängen geblieben ist und es wurde lackiert. Also der Außenspiegel schaut auf jeden Fall wie selber lackiert aus. Hier auch hängen geblieben. Auch sieht man wie selber lackiert, also im Katastrophe halt. Also, ich habe bestellt eine neue Scheibe. Die werde ich dann selber einbauen. Da nehme ich euch dann auch mit. Wird gefilmt, wie die einbaue. Ich werde da auf jeden Fall die Motorhaube abschrauben, dass ich hier besser hinkomme. Ist einfach noch viel sicherer, wenn die Motorhaube weg ist. Da hat man hier mehr Platz zum Reintüdeln. Da müssen die Wischerblätter weg. Und hier seht ihr das Grüne, der jahrelang gestanden ist, schon vermoost ist. Ja, und dann ja, dass wir das wieder hinkriegen. Die Räder, wie gesagt, alle einwandfrei schön montiert. In dem Fall haben wir hier hinten 45 Gramm gehabt. Die Gewichte gehen nur bis 30 Gramm.
Wir haben halt 30 und 15 genommen. In dem Fall war es jetzt halt 40 Gramm. Wir haben halt zwei Gewichte genommen. Normal macht man das nicht, dass man zwei Gewichte nimmt. Da geht man schon auf eins. Aber wir haben halt wirklich nur die bis 30 Gramm gehabt. Was absolut, wenn ihr seht, dass eure Räder gewuchtet sind und ein 10 Gramm oder so, 15 Gramm ist auf der anderen Seite vom Reifen, das reklamieren oder hier seitlich. Also wenn die weit auseinander sind, das darf man nicht machen. Das ist drauf bestehen, drauf pochen, dass die ordentlich ausgewuchtet werden, pro Seite normal ein Gewicht. Oder in dem Fall halt zwei Gewichte ganz, ganz nah nebeneinander, ja. Aber irgendwie, so irgendwie verteilt mit über 5 cm Zwischenraum, ist nicht korrekt. Ist nicht korrekt. So. Hier hat man gar kein Gewicht gebraucht. Das war einfach hier null. Hat gepasst außen. Das ist natürlich für jeden Autofreund das Optimalste. Solche Felgen und Reifen liebt er, ne? So, dann geht's bis zum nächsten Video weiter. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis die Tage. Ade, war schön.